Oh nein! Friss meinen Staub. Klatsch. Herzlich willkommen zum 200 Abonnenten Special hier von der Let's Multiplay. Wir machen daraus auch gleich das 250 Abonnenten Special. Wir fahren ein Rennen und dazu sage ich halt immer so schön, wie es bei Mario Kart damals war: Welcome to Mario Kart. Wir haben dabei den Hidan. Hallo. Den Madlex. Hey. Den Trix. Hallo. Und den Kater. Der Kater ist auch wieder mit dabei. Hallo. Ja. Miau. Wuhu. So. Miau. Genau. Wir fahren jetzt ein schönes Rennen. Wir haben einen wunderschönen Parcours aufgebaut. Und ja, ich würde gar nicht sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Showtek ist hier der Head of Rennmaster. Ach, der ist ja auch da. Stimmt. Hallo Showtek. Ja, ich wollte nichts sagen. Danke oder so. Ja, herzlich willkommen, Showtek. Hi ho. Ja. Der Gewinner, Tom, ne, den werden wir informieren. Der kriegt eine kleine Mail von uns. Herzlichen Glückwunsch. Entweder kriegst du den Landwirtschaftsimulator 2015 oder aber du kriegst das erste DLC von uns. So, herzlichen Glückwunsch dazu. Das nächste Special machen wir bei 500, ne? Ja, 500. So, wir stehen hier auch schon an der Startlinie bereit. Der Kim Jong Flo steht ganz vorne. Natürlich klar. Danach hat sich qualifiziert Hidan. Dann Position 3 der Madlex. Position 4 Trix. Und Position 5 ganz hinten das Schlusslicht. Zumindest für den Anfang noch. Ist der Kater. So. Ja, Kater, das Beste kommt zum Schluss, weißt du doch. Ne? So, und ich würde sagen, wir starten, ne? Ja. Gut. Also. Machen wir die Lichtanlage aus. Jetzt auf einmal wieder aus. Oh. Fertig und los. Oh. Es geht los, ich freue mich. Ich weiß es nicht, fast zeitgleich losgefahren. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich irgendwie, ich weiß gar nicht, oh nein! Super, das war schon der erste Crash hier. Ich bin schon wieder gleich auf den letzten Platz zurückgefallen, aber davon... Und es fängt an zu regnen, oh mein Gott! Oh nein, es fängt noch an zu regnen. Herrlich. Das sind Bedingungen. Hier, Michael Schumacher wieder, ne? Ich bin Michael Schumacher. Ich räume das Feld von hinten im Regen auf. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier die erste Linkskurve gleich. Hat der Regen eigentlich negative Auswirkungen auf das Fahren? Noch? Einfach Gas geben, wirst du schon merken. Also noch schlechter wie noch. Nein, ah! Scheiße! Ach, oh, fuck. Oh, oh, hier kommt die erste Linkskurve. Da ist auch schon die erste außerhalb der Strecke. Das ist Trix in seinem weißen Pickup. Mensch. Er schießt auf die Straße zurück. Aber ganz dicht an seinen Fersen ist schon der Kim Jong Flo, nämlich das bin ich, nämlich hier ganz hinten. Oh, und jetzt kommt die erste Rechtskurve hier nochmal. Die nächste Rechtskurve, nicht die erste. Ah, und da komme ich ins Rutschen. Verdammte Kacke. Ja. Aber kein Problem. Wir fahren den ersten Berg hoch Richtung Hof. Und ich rede so viel, damit ich die anderen ablenke, damit die lachen müssen. Damit sie schön hier auch sich verfahren. Wir fahren übrigens 3 Runden, das muss man dazu auch nochmal sagen. Und... Ah, oh, du Scheiße! Oh, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Gut, mach weiter so. Ja, ich glaube, ich werde gleich überrundet. Wir haben hier eine Rennstrecke. Ich glaube, es dauert noch, bis die erste Runde fertig ist. Das glaube ich auch. Aber ich merke schon, ihr seid geübte Fahrer. Ich habe ja gesagt, ich möchte auch mal einen Contest machen, ein Special machen, wo ich mal irgendwas mache. Da steht einer in der Luft, das sind Streckenposten. Da rasen wir jetzt einfach mal dran vorbei. So, und jetzt kommt hier die erste Haarnadelkurve. Oh, und ich sehe schon da. Ich hol auf, Jungs. Ich hol auf. Tja. Wie soll man hier ein Rennen filmen, wenn man ganz hinten fährt? Ich verstehe es nicht. Naja, macht dir nichts. Wir haben auch die Aufnahmen von Showtek. Ey, scheiße, ich häng. Ha. Geh doch weg. Siehst du, der erste hängt schon. Hilf mir. warte. Ey, das ist unfair. Was? Und er fährt natürlich weiter, danke. Wieso ist denn jetzt hier Stau? Ich bleib einfach oben stehen und warte. Ich häng auf der Brücke fest, verdammt. Warte mal, ja, schieß noch mehr hier rein. Hallo. Hallo. Was ist das für eine Rennung? Kann jemand helfen? Warte, ich dreh schon um. Besser? Möchte aber den Vorsprung wieder haben, ja? Ja. Hä, wo ist denn der nächste? Ach, verdammt!
So, wo seid ihr? Weil man auch einfach mega rutscht, das ist so schlimm. Warte, ich verkaufe das Häuschen einfach mal, das nervt. Herzlich Wie willkommen. Habt ihr euch denn da reingedonnert? Herzlich. Du klemmst komplett fest. Ist immer wieder alle da. Jetzt. Kannst du fahren? Also. Ja, ich hab's da verkauft. Warte, ich stell mich mal wieder hoch an dem Hügel, wo ich angehalten hatte, langsam. So, Sachen und so weitergehen kann. Ja, ich glaube, es kann weitergehen. Safety Car Phase ist aufgelöst hier. Okay. Gib Gummi, Schummi. Ja, Schummi, so. So, jetzt kommen wir hier die 30% steigen. Oh, da hängt schon einer fest. Ah. Da komme ich aber leider nicht vorbei. Aber ich habe aufgeholt. So, jetzt. Oh, Überholmanöver am Berg. Mm, vorbeigezogen, like a boss. So. Das ist leichter Matsch. Ja, das stimmt. Ich sehe dich auch schon im Rückspiegel schon fast gar nicht mehr. Du siehst nur noch, friss meinen Staub. So. Rechtskurve. Krieg ich hin. Oh Gott. Sehr schön. Oh, oh, oh. Ach, ich muss links abbiegen. Scheiße, ey. Das ist aber auch schwierig hier, wo man abbiegen. Ich glaube, ich fahre wieder Oh, jetzt kommt die schwerste Stelle oder Rampe. Ja, ihr seid schon auf der Rampe? Ach, bin kurz vor der Rampe. Scheiße, ey. Muss hier richtig Gas geben jetzt mal, ey. Oh, ich hätte beinahe die Rampe verfehlt. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen jetzt die Rampe in Action. Zumindest aus meiner Perspektive gleich, wenn ich mich nicht hier verfahre. Ich bin schon wieder von der Strecke abgekommen. Wir haben hier nämlich eine Rampe eingebaut. Trix ist anscheinend gerade auf der Rampe drauf, wenn er gerade OO sagt. Und ich fahre die Rampe zu. Und wir springen hier schön über den Fluss rüber. Klatsch. Ja. Gerade so geschafft. So, und jetzt kommen wir auf den Zirkus zu. Da vorne sehe ich Trix in seinem weißen Auto. Hä? Wo bin ich? Verdammt, wo muss ich hin? Weiß ist die Farbe der Unschuld. Du musst rechts abbiegen übrigens. Ich glaube, ich überhole dich. Ja. Gerade. Ich weiß leider nicht, auf welcher Position ich jetzt gerade... Ach, da ist Trix. Ich hab dich gleich. Ich komme von hinten. Keine Sorge. Halleluja. 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 So, nochmal ein bisschen Gas geben hier. Auf unseren schönen Feldern hier. Du musst dich durch den Regen sehen, nicht mal wer am Rückspiegel hinter mir ist. Das kommt auch, wenn man als letztes fährt, dann hast du auch meistens keine Rückspiegel. Oh, ist das hier kompliziert, ey. Aber hier stehen noch zwei Bäume. Da habe ich vorhin auch gesagt, dass einer gegen fährt und ich fahre mal fast gegen. Ah, oh, haarscharf dran vorbei. So, jetzt gebe ich Gas hier. Ich gebe Gas. Ich will Spaß. Wer ist denn überhaupt hinter mir genau? Ich sehe es nicht. Madlex. Ach du. Ich sehe nur das Fahrwerk, ich sehe nicht die Farbe, Alter. Fahrt ihr etwa so perfekt, dass ihr... Wir sind schon in der zweiten Runde. Echt? Ja. Ich bin noch in der ersten Runde. Ich bin jetzt gerade im Dorf und fahre die... Ja, das ist ja nicht mehr vier im Dorf. Oh nein. Zweite Runde. Nein, ich bin gekippt. Brauchst du Hilfe? Ach, scheiße. Mal anhalten. Warte, halt mal an, Madlex. Ich bin gekippt. Okay. Der Kater für die ganz langsam. Fahr mal ein bisschen zurück, die dann. Ja, warte, ich schreibe vorne ein bisschen zurück. Wo ist denn das Safety Car, wo man das braucht? Wo sind die Streckenhelfer? Jetzt war ich an der Wand. Auch so. Schön. Oh, ich stehe vor. Doch, mal. Ich stehe vor der Start- und Ziellinie. Verdammte Grützwurst, ey. So, jetzt kippt doch endlich. Wenn das nächste Mal was ist, einfach Stopp rufen. Ja. Warte. Das ist schon ein bisschen eindeutig. Der Regen hat dich geblendet. Der Regen hat mich geblendet, ja. So, jetzt. Ah, jetzt stehe ich wieder, danke. Lass uns weiterfahren können. Ja. Geht's schon weiter? Jetzt geht's weiter, ja. Ja. Ihr dürft Gas geben. Ich freue mich schon auf die zweite Runde mit den LKWs. Also, die erste Runde hat 6 Minuten gedauert. Oh. 6 Minuten. Ach du Heilige. 6 Minuten für eine Runde mit einem Totalcrash und. Na, wobei wir sind auch noch stehen geblieben. Haben ungefähr noch 3 Minuten gebraucht, um den Du kannst eh besser fahren wie jeder andere hier. Hä? Das Problem war, für mich hat es kurz geruckelt und schon stand ich vor dem Pickup. Wo seid ihr jetzt ungefähr? Hat's wieder ein Ding. Wir fahren jetzt gerade zum Bauernhof hoch. Ja. Ihr seid schon ganz schön weit, wir sind auch unten an den ersten Feldern und ich überhole Kater gerade. Wo bist du, Kater? Ich sehe dich nicht immer im Rückspiegel. Oh, das war knapp. Fährst du neben mir? Hinter dir, wo ich hingehe. Aber wo ist Trix?
Ja, Trix ist bei uns schon gewesen gerade eben, dadurch, dass wir uns beide gerade gedreht hatten. Oh, shit. Oh, ich bin schon aus der Kurve rausgeflogen hier. Herr Jemini. Ja, 200 Abonnenten, das ist echt eine schöne Zahl, beziehungsweise jetzt aktuell sogar 277. Da ist das 500-Abonnenten-Special nicht mehr weit weg. Ich hoffe, das der hält ist der Lila, der Hidan, gell? Der ist... Ach nee, warte. Der Madlex führt jetzt. Ach, Madlex führt. Der ja, ich hab mich Hidan gedreht gehabt. Ich bin echt gespannt auf das 500-Abonnenten-Special, was wir da machen. Ich meine, wir machen ja schon echt wirklich jetzt Superlativen. Und ich frage mich wirklich, ach, jetzt werde ich wieder überholt hier. Scheiße. Boah, da schneidet er mir den Weg auch noch. Das kriegst du wieder hier. Wart mal, bis du hier ausrutscht hier, siehst du? Oh, links vorbei hier. Zack. Jo. Oh, gecrashed. Er hat denn hier den Barmin gepflanzt? Jetzt langsam den Berg hoch. Ja. Da seid ihr. Also ich freue mich wirklich auf das 500-Abonnenten-Special. Ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Wir haben ja noch eine andere Karte. Stimmt, wir haben die Westbridge Shields haben wir noch, ne? Da kann man auch ein Rennen machen. Ja. Und zur Not haben wir noch die Hälfte der restlichen Karte hier. Da auch noch ja, was. Stimmt. Und durch den Wald sind wir auch noch nicht gefahren. Ja. Da ist bestimmt schön hügelig. Stimmt, wobei wir könnten bei dem 500-Abonnenten-Special, könnten wir andere User, also andere also Abonnenten von uns, auf den Server einladen. Dass die mit uns ein Rennen fahren. Ah, da, ey, schau gut aus, Trix. Gib Gummi. Das war mies von dir. Ich sehe doch ganz genau, dass du das Bienenhaus nur deswegen vorhin dort platziert hast. Ja, dich krieg ich. Dich hole ich mir. Wir machen mal im 500-Abonnenten-Special, laden wir Abonnenten auf unseren Server ein, dass die mit uns reinfahren sollen. Und wenn die uns alle, wenn einer Abonnent uns alle schlägt, dann kriegt er irgendwas Tolles. Den goldenen Schuhlöffel. Die goldenen Gummibärchen. Gummibärchen, ja. Handsigniert. Aber nur eins. Oh, ja. Scheiße. Reicht. Lass einfach stehen. Oh Gott. Vielleicht wieder die Dings. Hängst du da drauf? Ja. Warte. Wo seid ihr denn? Warte, vielleicht schaffst du das Trick, dich zu befreien. Nein. Kannst du noch fahren? Warte, ich versuch dich mal anzustupsen. Bringt das was? Warte, ich bleib stehen. Ich bin gerade gegen Stopp. Bist du nur Trix? Stopp. Ja, von, oder Madlex, Madlex, wo bist du? Ich bin vom Zirkus. Stopp, wartet mal. Was ist passiert? Ey, der ja, King Jong muss noch springen, sonst... Wieso steht denn hier eine Erntemaschine, ey? Mitten auf der Straße. Ich hätte keine Erntemaschine. Hä? Du bist voll vorbeigefahren. An der Rampe vorbeigefahren. blockiert mein Auto sehr arg. Ja, fahr mal weiter, oder? Scheiße, wieso bin ich an der Erntemaschine vorbeigefahren, ey? Ich wundere mich... Erntemaschine, sag ich. Ich wundere mich, voll Anlauf. Warum wo ist Madlex? Ach, bist du ausgestiegen oder was? Ich bin ausgestiegen, weil mein Fahrzeug gehängt ist. Ich bin extra angehalten und wollte dir helfen, weil ich dachte, du sitzt da noch drin. So. Nee. Oh. Da können wir ja weiterfahren. Ja. Endlich haben wir wieder Konkurrenten hier vor mir. Kommt denn der Kater plötzlich her? Ich habe eine gebessert. Ach, da ist auch im Wasser gelandet. Ja. Na, zum Glück haben wir dich richtig getroffen. Zum Glück haben wir jetzt eigentlich nur noch eine Runde. Ja, einmal die Rampe schaffen. Hör doch auf zu schieben, sonst kommt ihr ja nicht vorbei. Das ist hier ein Rennen. Ja, aber kommt doch nicht vorbei, wenn ihr mich wieder in den Weg reinschiebt. Jetzt noch schieben, oder was? Hä? Ach, fuck. Endlich ist mal ein bisschen Action hier, ey. Wer ist denn ganz... Trix ist ganz vorne. Und Madlex? Nee, Madlex ist da vorne. Ganz vorne. Aber er hat nur noch einen Wagen, als wenn wir ihn nochmal runterschubsen, haben wir so gut wie gefunden. Vielleicht schaltet er sich selbst aus, indem er seinen eigenen Wagen in der Luft trifft. Ah, Madlex wird. Aber Madlex muss doch richtig weit vorne. Ey! Madlex ist weit vorne, weil ich stehen geblieben bin und dachte, da hängt er an der Kante fest. Ach so. Madlex ist ganz schön ausgebufft, ne? Naja, der hat seinen Wagen zertan und perfekt abgestellt. Ich werde das schaffen, noch ein zweites Mal. Oh, das sind richtig geile Aufnahmen. Ich sehe das gerade im Livestream, ey. Richtig geil, ey. Das Coole ist aber, wir haben noch einen zweiten Wagen, Trix. Ja, stimmt. Die anderen nicht. Ich habe auch noch einen zweiten Wagen, ja. Ja, und? Nein, du zählst, Laterne, du zählst sie als Konkurrent. Laterne daher. Verdammt, Trix. Ja, ich war schon da. Jetzt hat mich sogar Flo und das zweite Mal geschossen und wieder einmal. Oh, nee, ey. Das gibt's doch nicht, ey. So, jetzt, ja, letzte Runde, ne? Ding, 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 ding. Welcome to the final. Ey, Madlex ist ganz schön weit vorne.
Ja, der fällt eh ins Wasser. Ja, jetzt wahrscheinlich. Bei Mario Kart wurde die Musik jetzt auf einmal schneller. Ja. Nicht nur bei Mario Kart. Das war, ist aber ein normales Mario, was ach, du gerade zwimmst. Ja. Aber es passt schon. Ja, ach, verdammt. Fahr jetzt nicht rückwärts, fahr jetzt ja nicht rückwärts. Ja, komm, das ist unfair. Ja, und vorbei an Tricks. Ja, ich hab doch gesagt, ich bin Michael Schumacher. Weil wir alle angehalten haben. Was? Ja, ich hab nicht Stopp gesagt, ne? Ja, ich. Wir dachten, der Tricks hängt da, der Metal hängt da noch ja, dort. Ja, genau. No rules, sag ich mal, Bitches. Ich hab ja auch nicht gesehen, wie er da hingelaufen ist, das war ja das Problem. Ich hab nur das Auto dahin gesehen. Herrlich, ja. So, jetzt muss ich die Rechtskurve hier noch kriegen. Aber den Wagen auch tun oder so? Nee. Ich dachte, der Metlix hat nein, sich nicht also ja. draufstellen. Scheiße. Dann würde ich anreifen. Ja. Jesus. Oh Gott, Kader, ey, was machst du denn da, ey? Ich wollte eigentlich vorbei. Er wollte nur ein bisschen abhängen. Ja. Abhängen mit Freunden. Oh. Nein. Oh Mann, ey. Yeah! Aber Flo, du weißt, was das heißt, oder? Bei Mario Kart hört die Freundschaft auf. Ja, so ist es, ey. Ja. Wenn ich aber eine blaue Schildkröte vorbeifliegen sehe, ja. Es gab doch, wenn du auf dem ersten Platz bist, kriegst du die blaue, diesen blauen Panzer kriegst du ja nie. Wenn du auf den ersten Platz bist. Weil du es auch den ersten abschießt. Ja, aber du kannst den Panzer. Schießt dich dann selber ab, oder was? Du kannst die Waffe doch behalten erstmal. So gesagt. Aber dann geht sie doch auch. Oh, mein Gott, rutscht das hier. Ja. Mal beim neuen Mario Kart hast du ja eine Hupe, damit kannst du den blauen diesmal abwehren. Echt? Hm? Das ist so ein Item, das ist wie eine Superhupe. Oh! Okay. Oh, ich hab Kater schon wieder überholt. Ja! Wärst du an der Brücke hängen geblieben? Weil ich gerade einen kurzzeitigen Leck hatte. Also, das Stück, das ist ja total schlimm. Ja, das haben wir auch ganz bewusst gemacht. Das ist ja kein Kindergeburtstag hier. Das ist ja, scheiße. Nicht. Wieso musste ich die Idee mit der Rampe haben? Ich weiß nicht, Matt, weil du immer gute Ideen hast. Das sagst du immer wieder. Ja, es ist auch immer wieder so. Ich sehe endlich mal wieder den Matlex. Auf der Karte, oder? Ich sehe dein Auto. Ich sehe deinen Namen noch nicht, aber ich habe dein Auto gesehen. Aha. Wenn ich deinen Namen noch nicht sehe, bin ich ja noch ein Stückchen weit weg. Du weißt gleich. Rechts gegen die Brücke, links gegen die Brücke, rechts gegen die Brücke. Ja, ich fahr halt mit Tastatur, das ist das Problem. Auch mit Tastatur? Ja, auch voll. Du, ich hab ein Lenkrad, ist auch nicht viel besser. Nee, das glaube ich. Die Rückstellgeschwindigkeit ist unter anderem. Nee, gut. Ja. Jawohl. Also komm jetzt, fahr ins Wasser. Sehr gut. Du kleine Wassernymphe, du. Ach, jetzt wolltest du ins Wasser gefahren? Jetzt wollte ich zu früh abbiegen. Ich bin über mein eigenes Auto drüber gefahren. Wieso hast du dein zweites Auto auch versenkt jetzt? Nee, Alter, ich hab's im... Hat's ganz knapp geschafft. Ich bin auf dem Dach gelandet von meinem zweiten Auto, von meinem ersten. Da hast du aber echt nein! Getan. Warum steht da ein Stein? Weil die Tannen zapfen. Weil er nicht fahren kann. Richtig, weil er nicht fahren kann, genau. Weil die zapfen Tannen. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ja. Zerfickst du? So, und die nächsten drei Runden fahren wir mit Trucks, habe ich gehört, ne? Ja. Das wird nochmal ein bisschen interessanter. Aber ohne Anhänger, oder? Ja. Letzte Schale drüber. Anhänger drüber springen. Der Start ist wieder hängen geblieben hinter mir. Ich hab ihn nur leicht gedreht. Ich bin auf irgendein liegenden Auto. Oh, ich bin hängen geblieben. Scheiße, ich stehe auf dem Stein fest. Ich muss in mein Ersatzauto. Ich hänge auf dem Stein. Wer hat denn da sein liedernes, behindertes Auto geparkt, ey? Da bin ich genau drauf gelandet. Der Cheater da vorne. Cheater, ja. Ja, du kannst aber schnell rennen. Ja. Ja. Jetzt hat mich sogar Kater noch überholt fast, naja. Heißt ihr sogar noch? Jetzt krieg ich gleich Depression. Nein, scheiße, ich bin gegen das Partyzelt gefahren. Überholt kommt schon der Erste, oder? Das ist die letzte Runde, Erster. Ist das schon Runde, vorbei? Ja. Kann ich anhalten? Ja, kannst du. Kannst auch gerne die Ehrenrunde noch fahren. Oh, shit. Also, eigentlich hätte schon jeder durchfahren sollen. Das Ziel. Ah, ja. Ich war der Erste auf dem letzten Platz. Na, noch nicht. Oder? Nee, noch bist du vor mir. Ja, das gibt's doch nicht. Hör auf zu. Ich hänge. Wo ist denn noch das Ziel? Ey, Matlex, gehst du mal aus dem Weg? Achso, okay. Oh. Nein! Shit. Zweiter, krass! Ah, verdammt, du musst aber stehen bleiben müssen, Matlex. Also die ersten drei sind schon durchs Ziel. Ja, Kater. Guck mal, da drüben fahren die anderen. Kater da kommt Flo und Floden vorbei. Da kommt der Kater.
Karl und ich haben uns gegenseitig noch behindert gerade ein bisschen. Kauf dann schon mal die LKW. Ja, gute Idee. Ja, steig aus, kauf LKW. So, siehst du, vom ersten Platz auf den letzten, ne? Das ist doch, auf den vorletzten. Auf den ersten. Das ist doch schön. Vom ersten auf den vorletzten. Von hinten. Das ist noch ein erfolgreiches Rennen gewesen, ne? Ja, da kommen ich die letzten sagen, zwei. Ich hab meinen Platz behauptet. Ich bin so gekommen, wie ich gegangen bin, auf den zweiten. Vorsicht! Letzter Platz. Und wo ist Carter? Ja. Da vorne siehst du nicht. Da kommt er. Da kommt er. Hallo, geh mal runter von meinem Fahrzeug. Da kommt er. Und der letzte Platz. Ich verkaufe mal gleich die Pickups, oder? Ja, gute Idee. Ja, weg mit den Dinger. Ja, herzlichen Glückwunsch an Madlex. Du hast eine Ehrenrunde im Kim Jong Flo Express gewonnen. Da geht von Danke. du hast dich sehr tapfer geschlagen, muss man auch dazu auch sagen. Nicht jeder kann so gut fahren. Ne? Das verdient höchsten Lob und höchste Anerkennung. Und ja, das nächste Rennen machen wir jetzt mit den LKWs. Und da werden die Karten nochmal komplett neu gemischt. So, das war Teil 1 unseres großen 200 Abonnenten-Specials. Der zweite Teil folgt in Kürze. Und in diesem Teil seht ihr dann, wie wir die Strecke leicht modifiziert auch nochmal mit LKWs fahren. Und die LKWs haben auch noch eine Last mitzutragen. Und zwar sind das Güllefässer. Also, dranbleiben und auf den zweiten Teil warten, der folgt in Kürze. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut es jetzt. Like das Video und kommentiert es gerne. Wir machen auch noch ein großes Special bei 500 Abonnenten. Und ja, was wir da machen sollen, schlagt es jetzt schon gerne in den Kommentaren vor. Wir freuen uns. Vielen Dank. Let's Multiplay.